Guten Morgen, Welt und all die sie bevölkert. Labras! So, jetzt kann ich endlich mal gucken. Bitte, 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 hab ein gutes Wesen. Ja, Spezialangriff hoch. Innen drunter? Scheiße! Mann! Wenn ich jetzt noch wüsste, wie Dingenskirchen seine DV-Werte sind, ich hätte gerne ein wirklich perfektes Rayquaza. Das wäre ultra geil. Jetzt werde ich wieder belästigt. Guten Morgen, Janine. Du musst echt ganz schön kaputt gewesen sein. Du hast geschlafen wie ein Kleinstein. Schon fast ein Georg. Oh, fast vergessen. Ein Mr. Brack hat dir das hier geschickt. Bootsticket. Ein Bootsticket. Soweit ich weiß, gibt es in Graphitport City und Seegras Ulb Anlegestellen für Fähren. Janine, wenn du den Ehrgeiz eines wahren Trainers hast, dann nimm die Fähre zum Kampfresort. Dort wirst du merken, dass man als Trainer niemals ausgelernt hat. Ich gehe da mal zurück nach Blütenburg in die Arena. Danke, dass du dich hier um alles kümmerst. Geh ruhig zu deiner Hure! Ich hab keine Hure! Ach, dein Vati ist mir vielleicht einer. Im hat er nur seine Arbeit und Huren im Kopf. Er sollte sich lieber mal ausruhen. Aber so ist er eben. Ja, ein richtiger Schlawiner. Hilfe! Ach, das war ja klar. Hilfe! Diesmal ist es ein Knilz. Oh, das ist doch Janine. Hilfe, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar Pokebälle. Ich habe meine eigenen. Ja, wieder ein Pokémon. Das Feuer-Pokémon Feuerriegel, das Pflanz-Pokémon Endivie oder das Wasser-Pokémon Kanimani. Ja, jetzt dürfen wir uns wieder einen Starter aussuchen, was ich echt cool finde. Das habe ich nämlich auch in der Komplettlösung gesehen. Und das ist nicht das letzte Mal. Für den Feuerriegel. Ich wollte jetzt eigentlich mit Megarei quasi das Vieh verprügeln. Puh, dieses Knilz ist zum Glück friedlicher, als ich angenommen hatte. Als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Es stammt aus der Johto-Region. Okay, gut, danke. Dann bis bald. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier nochmal begegnen. Nicht nur du. Das ist doch unfassbar. So. Falscher Knopf. Wir werden einmal kurz wieder flattern. Noch sind wir nicht durch mit dem Let's Play. Alter, das dauert hier alles so extrem lange, wie ich es gar nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. So. Graphitport. Yeah, hier möchte ich hin. Wusch. Und elegant. Mit aufwirbelndem Staub. Da, 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 la, la, la. Da war wieder ein Ausrufezeichen. Verdammte Scheiße. Hi. Unsere neue Fähre, die MS Tide, ist endlich fertiggestellt. Sie liegt gleich hier vor Anker. Geh unbedingt mal an Bord. Okay. Hallo, du möchtest bestimmt auf die Fähre. Zeigst du mir bitte dein Ticket? Perfekt, damit kannst du an Bord. Und wo soll die Reise hingehen? Kampfresort, Seegrasulb. Seegrasulb. Nein, danke, Kampfresort. Zum Kampfresort also? Ja. Willkommen an Bord, wir legen bald ab. Da, 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 da. Und da sind wir schon. Oh, hallo Janine, da bist du ja. Norm hat mir auch ein Ticket zugesteckt. Ich bin noch nicht lange hier. Das ist also das Kampfresort, ein Paradies, in dem sich nur eine Handvoll erlesener Trainer versammelt. Ich bin schon total aufgeregt. Komm, lass uns eine Erkundungstour machen.
Nein, ich will das selber machen. Lass mich in Ruhe. Da sind die Deppen schon wieder. Hohoho. Na gut, Sir. Dann gehen wir nun zum Angriff über. Ich bitte darum. Uah! Tut mir leid. Ich dachte, sie weichen rechtzeitig aus. Ich hätte mehr Rücksicht auf ihr Alter nehmen sollen. Auf ihr Alter. Hohoho. Auf unser Alter? Ich bin empört. Ich bin zwar erst kürzlich ein Jahr älter geworden, aber trotzdem allem lediglich 27 Jahre jung. Das ist nun wirklich kein Alter, auf das man Rücksicht nehmen muss. Diese Frechheit wird er mir büßen. Das werden wir dem Bengel heimzahlen. Sir, diese Kleine ist doch... Ja, das ist die junge Heldin, die den Plan von Team Aqua vereitelt und so den Planeten gerettet hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dich ausgerechnet hier wiederzusehen. Kannst du mal sehen. Ist dieser Junge von eben ein Bekannter von dir? Sein ganzer Körper strahlt einen unbändigen Kampfgeist aus. Wirklich beeindruckend. Wenn ich hier auf Gegner wie euch beide treffe, hat sich die lange Anreise jetzt schon gelohnt. Naja, komm nur her. Seit dem Zwischenfall in X-Ville habe ich viel nachgedacht. Stell dir vor, in einer anderen Welt, die sich von der unseren vielleicht kaum unterscheidet, unterschieden hätte, wären wir von dem Aqua womöglich deine Widersacher gewesen und du hättest es dort mit uns aufnehmen müssen. Das ist ja mal eine sehr nette Anspielung auf Omega Rubin. Vielleicht wäre uns dann sogar gelungen, Groudon wieder zu erwecken und uns seiner unglaublichen Kraft zu bemächtigen. Das ist sehr tiefsinnig. Eine andere Welt, das wäre schön. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine andere Welt, in der die Dinge genauso abgelaufen sind. Ich habe noch nie so einen geilen Zusammenhang zwischen zwei Editionen gehabt. Also das ist ja echt nice. Aber wer glaubt schon an Paralleldimensionen? Das ist doch alles nur Wunschdenken, ein unmöglicher Traum. Ach ja, zur Feier unseres Wiedersehens möchte ich dir gerne etwas geben. Jördis? Jawohl. Ich wusste es! Also ich wusste es nicht, aber ich hab's mir schon gedacht. Juhu! Bitte sehr, hüte es wie deinen Augapfel. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich mit meinen Pokémon gegen dich antreten darf. Mögen sich unsere Wege möglichst bald wieder kreuzen. Hoho, also dann, ich empfehle mich ein weiteres Mal. Gehab dich wohl. Das sieht aus wie Psy von Gangnam Style, ne? Propaganda Style. Du besitzt irgendwie, tja, das gewisse Etwas, würde ich sagen. Ich werde dich im Auge behalten. Haha! Ich bin eine Lesbe. Irgendwie werde ich von allen möglichen Leuten immer angegrabbelt. Und ein Top-Ether. Oh, wie schön. Da geht er, der Top-Ether. Ich würde mal sagen, wir erkunden mal kurz die Insel. Und dann beenden wir das Let's Play. Würde ich das schon mal fast vermuten. Behaupten. Wow, das ist ja der helle Wahnsinn. Huch. Ihr da, sagt mal. Ihr seid doch bestimmt nicht nur zum Zuschauen hier. Ihr wollt doch sicher auch mitkämpfen, oder? Mitkämpfen? Die Besucher des Kampfresorts lassen sich in genau zwei Gruppen unterteilen. Solche, die zum Zuschauen gekommen sind und solche, die zum Mitkämpfen gekommen sind. Ach so. Aber wo genau wird hier denn gekämpft? Sagt bloß, ihr habt noch nichts vom Kampfhaus gehört. Kampfhaus? Was ist das? Ihr macht mich fertig. Bevor ich hier anfange, lange Reden zu schwingen, sollte ich einfach mal dort vorbeischauen. Also, husch, husch! Ab ins Kampfhaus mit euch! Ihr findet es auf dem höchsten Hügel dieser Insel. Vielen Dank, wir werden auf jeden Fall vorbeischauen. Dann kann ich ja beruhigt meiner Wege gehen. Viel Glück euch beiden! Verzisch dich! Das Kampfhaus... Ich bin ziemlich neugierig, was es damit auf sich hat, aber zuerst sehe ich mich hier auf der Insel etwas um. Ich war noch nicht sehr oft so weit weg,
so weit von daheim weg und kann es kaum erwarten, dieses Resort auszukundschaften. Ich mache mich am besten gleich auf den Weg, Janine. Wer weiß, vielleicht können wir hier mal wieder gegeneinander kämpfen. Ich würde mich freuen. Ja, er würde sich voll aufs Maul zu kriegen, habe ich so das Gefühl. So, hi. Weltmeisterschaften, Schenkt ihr mir was? Ihr seid gemein. Hi. Ah, das ist der Richter. Ja, erzähle mir von Delta. Endlich habe ich den Richter gefunden. Ich glaube, über den Durchschnitt, so lautet mein Urteil. Angriff, Spezialangriff, Initiative ist nicht um schlechte Daten, die man müssen. Es hat ein relativ, ja, mickrige DV-Werte. Toll. Ich freue mich überhaupt nicht. Mann, da bleibt es im Primärball drin, dann hat es scheiß Werte. Ach, Mann. Oh, ich hatte noch Schutz an. Alter. Ja, wenn du möchtest, ich möchte. Alpha. Und dann ist Emmy dran. Ich sehe potenziell nicht weiter über den Durchschnitt. So, dann KP. Angriff. Init. Toll. Genau die richtigen Werte. Emmy. Ich sehe weiter im Durchschnitt. Angriff. Verteidigung. Spezialangriff. Ja, toll. Eieiei, Alter. Du hast das Spiel zum ersten Mal durchgespielt und Hintergrundmotive. Ah, okay. Toll. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein darf. Oh. Die sollte man eigentlich nie sehen. Ah, la, 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 la. Du, 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 du. So. Kosmikkraftgenesung. Psycho-Schub. So. Berichte mir doch mal von dir. Ja, na klar, mach den Spezialangriff runter, aber den Angriff hoch. Ach, Mann, ey. Boah, ich kotze. Alter, ich kotze wirklich. So, warte mal. So. Dich möchte ich nochmal auskundschaften. Dich kundschafte ich auch mal aus. Dann dich. Dann dich. Und dann dich. Mal gucken, was die so für Werte haben. Da wird wohl eins mit herausragendem Wesen dabei sein. Mann. Wenn du möchtest, kann dann ja. Kann dann ja. Ja, kann dann ja. Kann dann ja. Sie ist wirklich ganz herausragend. Ja. So, Angriff. Verteidigung. Spätzangriff. Auch sein Instinkt ist. Ja. Warte mal. Was waren das jetzt für Werte? Angriff. Und was noch? Wenigstens das hat herausragende Werte. Meine Güte. Herausragend. Angriff, Verteidigung, Spätzangriff, Init. Okay. Sofort markieren. Angriff, Verteidigung, Spätzangriff. Markieren. Angriff, Verteidigung, Spätzangriff, Init. Herausragende Werte heißt, es hat 30 und 31 DV-Werte. Was so ziemlich das Beste ist, was man haben kann. Das heißt, da kann es in Angriff wirklich Maximum erreichen. Oder war es direkt 31? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es das Beste, was man haben kann. Ich freue mich. Wenigstens Deoxys ist schon mal sehr gut gelungen. Melfin! Siehe, weit über dem Durchschnitt. KP, Angriff, Init. Okay. Dann als nächstes Soul Silver. Siehe, weit über dem Durchschnitt. KP, Angriff, Angriff. Okay. Warte mal, wie siehst du eigentlich unter der Haube aus? Angriff, Angriff. Sehr gut, okay. Gut, dass wenigstens der Spätzangriff hochgeht. Da bin ich schon mal erleichtert. Da geht da runter, ich kann kotzen. Ich habe teilweise echt beschissene Wesen, ne? Also auf Omega darf ich auf keinen Fall Legendäre fangen, wo es nicht nötig ist. Bis ich hier hinkomme. Terrakium! Ich sehe hier herausragend. Spätzangriff, Spätzerverteidigung und Init. Ah, ja. Spätzangriff. Du bist, glaube ich, im Angriff eher besser, ne? Kann das sein?
Oder irre ich mich? Perfekt. Alter! Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab echt Glück. Aber hey, es ist alles im Display gefangen. Ich habe ja noch 3 weitere Editionen hier rumfliegen, die ich zocken kann. Da mache ich alles anders. Blau Mütze! Weiter beim Durchschnitt, bla bla bla. Angriff, Angriff, Init. Wie sind denn bei dir Angriff, Angriff und Init? Berichterstattung. Angriff hoch. Das andere ist alles neutral. Ja, okay. Ja, ist okay. So. So viel dazu. Nun wollte ich nur mal kurz so wissen, da hatte ich jetzt keinen Bock zu warten. Einfach mal mit einem Display, ist ja auch Wurst. Du kommst da, du kommst da, du kommst da, du kommst da, du kommst da. Alter, Deox ist mit... voll geil. Ich spiele es halt auf Normalangriff, wenn schon Spätzangriff runtergeht. Das ist echt traurig, Mann. Warum tust du mir das an? Rein, rein, rein und rein. Ich würde mal sagen, du, mein Freund, hast dir eine Auszeit verdient. Halt. Ja. So. Und Kitsch kommt wieder mit uns. Ein Feuerriegel. Pfui, pfui. Lass mal Feuer. So. Dann hätten wir das schon mal im Sack. Und hier haben wir dann alles. Okay. Weißt du was, damit ich nicht in die Versuchung komme, nochmal alles neu zu machen, speichere ich einfach mal ab. Yeah, es ist entschieden. Es ist schön hier. Schnauze, Tentoxer. Es hatte ein Ausrufezeichen. Warum hat es ein Ausrufezeichen? Ah, ah! Huch. Auf einmal dreht sich alles. Es dreht sich bei alles. Wo bin ich denn hier? Hallo. Gib mir eine Attacke beibringen. Ja. Knabber, Schnarcher, Akkord, Ampelleuchte, hier ist auch Donnerschlag, Feuerschlag, Eishieb, Ableithieb, Abschlag. Jawohl, hier ist der Abschlag. Doppelhieb, Notsituation. Sehr geil. Hier haben wir den Attackenhelfer, den ich ausgiebig nutzen werde. Was zum? Hallo, soll ich Attacken beibringen? Hier haben wir noch einen. Aufruhr, Eisenschleife, Schlagbohrer, ne? Drachenpuls, Hitze, Zufluss, Scheinwerfer, Schmarotzer, Erdkräfte, Wutanfall, Kraftkoloss, Mülltreffer, Himmelsfeger. Powerpunch, cool. Hier haben wir eine sehr schöne Auswahl. Noch mehr Attacken, mal gucken. Rühren so. Okay. Wie man hier einfach hinterher rennen kann, das ist nett. Und ein KP Plus, ich danke dir. Ich wollte schon sagen, wie komme ich denn, wo soll ich denn? Aber hey, da haben wir es schon. Ein paar Attacken, was hast du so im Angebot? Vitalgucke, bla 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 bla. Hier sind jetzt die ganzen Attacken, die man in der 5. Generation beibringen konnte mit Attackenhelfer, was ja in der 6. nicht möglich war bei XY. Darum hat auch mein damaliges Meistergrief Dingens keinen Abschlag. Was man jetzt hier nachholen kann, was ich echt nett finde. Da steht einer in der Ecke. Ich quatsche ihn einfach mal an.